Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Future Wars. Und ich hatte recht. Mann, ist das Spiel eigen mit der Nähe zu irgendwelchen Sachen. Also, ja, ich hoffe, dass ich nicht auf irgendwelchen Bildschirmen vorher irgendwas Essentielles vergessen habe und das halbe Spiel wieder spielen darf. Aber ja, ich habe Dinge entdeckt. Und zwar, wenn man diesen Schutthaufen prüft und wenn man nahe dran steht. Unter dem Schutt liegt halb verdeckt ein Gegenstand. Sie ziehen den Gegenstand heraus, sieht aus wie eine Gebläselampe. Was auch immer eine Gebläselampe ist, sie heben sie auf. Wie heißt das dann beim Benutzen? Auch Gebläselampe. Haben wir im Hinterkopf. So, ich habe dann auf dem anderen Bildschirm, na, Menü, so, habe ich auch noch Dinge entdeckt. Und zwar hatte ich mit dem weißen Fleck, hatte ich recht. Da gab es was und ich versuche gerade, den Bildschirm zu verlassen. Ich habe nur vielleicht auf dem falschen Pixel gestanden, ich weiß es nicht. Wir schauen mal, ob ich das jetzt wieder hinkriege, dort Dinge zu finden. Bei dem weißen Fleck. Also ich habe in der Pause jeden Schutt und alles nochmal genau geguckt und operated und getan und gemacht. Und Dinge gefunden. So, da, an diesem weißen Fleck habe ich in der letzten Folge schon rumoperiert, ne? Und irgendwie gab es da nie was. Der Boden ist übersät mit Trümmern und Schutt. Genau, das wissen wir. Aber irgendwann findet man dort auch was. Zumindest war mir das vorhin gelungen. Oder war es betätigen? Das geht nicht. Aha. Es ist eine kleine Metallkiste. Beim Öffnen sehen Sie, dass sich Drähte darin befinden. Sie heben die Kiste auf. Juhu, wir haben Drähte. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich da rumgelaufen bin, um das zu machen, von dem ich wusste, dass es geht. So, und dann hätten wir hier noch was und das musste ich, glaube ich, betätigen. Als sie den Dreck abwischen, entdecken sie einen Schachtdeckel. Dann schauen wir mal, dass wir da rein können. Nicht zu Tode stürzen oder so. Prüfe Schachtdeckel. Es ist ein Schachtdeckel, also muss sich dahinter ein Kanalrohr befinden. Ach so, vielleicht sollten wir das auch zuerst mal aufmachen. Wollen wir betätigen. Lässt sich ganz leicht öffnen und Sie erforschen also gerade das Kanalsystem der Stadt. Dann machen wir das mal. Wow, ich habe jetzt noch mehr Angst vor dem Spiel, als ich vorher schon hatte. Aber immerhin habe ich da richtig gelegen, aber das mit diesem Gebläse-Dingsbums da, ich glaube, das war da nur Zufall, dass ich das gefunden habe. So, wir schauen mal, was wir zumindest mal an Hotspots haben. Was auch immer das ist. Naja, gut, das ist der Held selbst. Gibt es hier wirklich gar nichts? Nö, okay. Dann schauen wir mal, wo wir rübergehen können. Da eher nicht, dann gehen wir in die Richtung. Okay, da geht's dann weiter. Und zwar sogar sehr schnell. Held, kannst du mal bitte stehen bleiben? Held! Ich wollte eigentlich zwischendrin gucken. Da ist so ein bisschen. Ah ja, da ist ein Gewinde. So ein paar Pixel sind da mehr als sonst. Gewinde. Gibt es nichts Interessantes? Dann tun wir das mal betätigen. Sie haben wirklich was Besseres zu tun.
Ja, wenn du das sagst, Spiel. Aber das ist doch nicht umsonst ein Gewinde. Ich würde trotzdem noch mal gerne den Bildschirm vorher. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Halt, halt, hier geblieben. Dankeschön. Nee, das war Held. Okay, das Gewinde habe ich im Hinterkopf. Können wir hier noch irgendwo weiter? Stehen bleiben. Ich möchte gucken, bitte. Nö. Können wir dann hier noch irgendwo? Also wir haben bisher ein Gewinde gefunden. Schaka. Halt, stopp. Halt. Stehen. Es bleibt noch immer bei einem einzigen einsamen Gewinde. Dann ist es wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wichtig. Wir schauen mal noch, bis das hier aufhört. Verlaufen. Sie hören eine Frau schreien: Hilfe, Hilfe! Eine Frau und ein Kind befinden sich in den Klauen eines außerirdischen Wesens. Ist das so ein Kogornviech? Helfen Sie uns bitte! Retten Sie mein Kind! Schreit die junge Frau. Moment mal, wir sind da, glaube ich, nicht. Nein, gehen Sie nicht weg! Ich bitte Sie, lassen Sie uns nicht im Stich! Wir gehen noch mal zu dem Gewinde. Weil, obwohl wir hätten das Viech mit der Lanze versuchen können. Wir haben ja eine Waffe. So, die Frau hat uns scheinbar verziehen, dass wir sie nochmal alleine gelassen haben. So, wie nah können wir an das Viech ran, bis es uns killt? Wir machen mal benutze Lanze mit Außerirdischer. Es hat so oder so nichts gebracht, weil wir zu weit weg sind. Es gibt hier nichts Interessantes. Nur einen Außerirdischen. Davon haben wir nichts. Wie achtlos von ihnen, sie sind der Kreatur zu nahe gekommen und die hat sie einfach verschlungen. Nach diesem leckeren Mahl geht das Wesen zu seinem Lager zurück, ohne der Frau und ihrem Kind auch nur ein Haar zu krümmen. Das ist ein schwacher Trost für sie, aber so ist das Leben, oder? Okay, schön für die und dumm für uns. Wir laden nochmal. Also wenn es die Lanze nicht ist. Das andere Zeugs klingt noch weniger nach einer Waffe gegen so ein Viech. Dann gehen wir nochmal zurück zu dem Gewinde. Unserem einzigen Hotspot, den ich zumindest gesehen habe. Keine Ahnung, ob es da noch mehr gibt. So, wir beweisen kurz mal nochmal, dass wir die Pixel wiederfinden. Schutt, 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 Schutt. So, dann haben wir die Gebläselampe. Kurz warten, dann nehmen wir noch mal das Kästchen mit den Drähten und legen noch mal
den Gullideckel da frei. So, ne, Prüfe muss ich ja machen, nicht nehmen. Schutt. Ja. Wir wissen, dass dort was ist. Und dürfen jetzt so lange rumeiern, bis das Spiel uns sagt, dass wir dort eine Kiste finden. Ja. Wie stand ich das letzte Mal? So, jetzt haben wir die Kiste. Mit den Drähten. So, jetzt machen wir ein Betätigen, das da. Finden den Schachtdeckel, betätigen den. Und steigen in den Kanal. So, wo waren jetzt diese Pixel, die ich gesehen habe, die zu viel waren? Da waren die Pixel. Halt, stopp. Stehen geblieben. So, was haben wir alles? Gebläselampe, Drähte, Schlüssel, Lanze, Dokumente. Gebläselampe mit Gewinde. Über der Gebläselampe ist eine kleine Röhre. Sie passt genau auf das Gewinde. Ein leises Pfeifen sagt ihnen, dass die Gebläselampe sich auffüllt. Ach, ist das so eine Art Bunsenbrenner? Flammenwerfer. Okay, ja, ja. Flammenwerfer voll. Okay. Kann man den Außerirdischen mit Flammen töten? Und wird uns das beim ersten Versuch gelingen? Ich glaube da ja nicht so wirklich dran. Aber wir schauen mal. So, war da jetzt schon die Frau? Ja. Nein, ich wollte noch nicht. So, die Frau mit ihrem Kind. Ja, wir helfen dir gleich. Ich habe eine Idee. Hält, wird's mal bitte kurz. Danke. Kooperativ sein. Wir speichern das mal kurz ab. Wir wissen ja, dass solche Dinge gerne mal in die Buchse gehen. So, wir waren recht weit vorne, bis es uns was getan hat. Aber hieß es nicht, dass die Krugons humanoid sind? Das definiere ich jetzt nicht als humanoid. Immerhin haben wir diesmal, glaube ich, keinen Zeitdruck. Benutze Flammenwerfer voll auf Außerirdische. Ich danke Ihnen. Sie haben unser Leben gerettet. Hatten wir vorher schon. Oder hatten wir unseres geopfert? Während des Angriffs der Krugons haben wir uns hierher gerettet. Aber der Mutter-Oktopus hat uns aufgespürt und ohne sie... ich stelle mir lieber nicht vor, was passiert wäre. Die Krugons? Ja, ungefähr vor einer Stunde ging der Generator 3 in die Luft... Und die bösen Krugons haben das entstandene Loch genutzt, um hier einzudringen und uns anzugreifen. Generator 3, okay. Ich muss den Rat erreichen. Wissen Sie, wie man hier rauskommt? Fragen Sie. Sie sagt lächelnd, oh ja, ganz einfach. Wir befinden uns genau über der U-Bahn-Station. Die Metro wird Sie zum Raumflughafen bringen und dann brauchen Sie nur noch den ersten Flug nach Paris 4 zu nehmen. Wieso Paris 4?
Sie zieht eine kleine Metalltube aus der Tasche und richtet sie gegen die Wand. Zum Glück habe ich mein Metamol genommen, sagt sie und belächelt ihren verwunderten Gesichtsausdruck. Beeilen Sie sich, die Wirkung des Metallisierers dauert nicht ewig. Okay, dann pronto hält. Sie hat mal eben... Auf Wiedersehen und vielen Dank nochmal. Auf Wiedersehen und viel Glück. Sie hat mal eben eine Leiter gebaut. Also wir sind in der U-Bahn. Der Duschgang löst sich langsam in Luft auf. Stellt euch mal vor, wir könnten das so. Irgendjemand, der im Kanalsystem unterwegs ist, macht sich mal eben ein Loch nach oben. Und dann braucht man nur zu hoffen, dass oben drüber nicht gerade jemand langläuft. Wir prüfen. Wir hätten eine Tür. Das ist eine Flügeltür aus Metall. Wir hätten eine Videokamera. Über der riesigen Tür hängt eine Videokamera, die aber in keinem guten Zustand zu sein scheint. Können wir hier irgendwo weiter? Nee. Ja gut, die ganze Stadt ist ja scheinbar in keinem guten Zustand. Betätige mal die Tür. Sagen wir, das war ein Versuch und reden wir nicht mehr darüber. So, nochmal Kamera. Über der riesigen Tür hängt eine Videokamera, die aber in keinem guten Zustand zu sein scheint. Können wir das mit den Drähten irgendwie beheben? Drähte? Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Die Gebläselampe ist wahrscheinlich jetzt wieder leer, weil sie nicht mehr Feuerwerfer ist. Können wir mit der Lanze die Tür irgendwie aufhebeln? Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Weil wir verzweifelt sind? Okay, wir haben zwei Hotspots, dann alles mit allem. Gebläselampe. Mit Tür. Nein. Versuchen Sie etwas anderes zu finden. Alles klar. Drähte. Mit Tür. Davon haben wir nichts. Schlüssel mit Tür. Wenn der jetzt passt, beiß ich ins Mikro. Davon haben wir nichts. Danke, Spiel, fürs Mikro retten. Lanze hatten wir Dokumente. Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Okay, dann alles mit allem mit der Videokamera. Davon haben wir nichts. Nee, Drähte hatten wir. Schlüssel. Es hat so oder so nichts gebracht. Lanze. Ich stehe nicht genau davor. Okay, das ist eine Regung. Tun wir jetzt mit der Lanze eine Videokamera reparieren? Das ist eine gute Idee. Mit der Spitze ihrer Linse reinigen sie den Kamerasucher. Dabei fallen Erdbröckchen auf den Boden, die vorher den Sucher blockiert haben. Aber es müsste doch heißen, mit der Spitze ihrer Lanze reinigen sie die Linse oder so irgendwas. Keine Ahnung, aber hat Funst. Schaka, rein da. Also hieran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aus dem Nichts ertönt eine weibliche Stimme. Dies ist eine Ratsbulletin vom Wichtigkeitsgrad 5. Bürger, die Krygon-Spione haben,
sich unter unsere Reihen gemischt. Das Kriegsrecht ist erklärt worden. Wenn Ihnen eine verdächtige Person auffällt, informieren Sie sofort die Kontrolleinheiten. Denken Sie daran, dass die DNA-Fingerabdrücke Pflicht sind. Jede Zuwiderhandlung wird streng bestraft. Dies ist ein Bulletin des Rats. Warum kommt jetzt wieder Musik? Ist doch nicht so das typische U-Bahn-Gedudel. Aber ich sehe Dinge, die man potenziell angucken kann. Zeitungsautomat. Eine kleine Aufschrift besagt, dass eine Zeitung ein EQ kostet. Das war doch Goblins 1, glaube ich, auch, wo es auch einen EQ gab. Nee, Quatsch, das war Goblins 3. Egal. Irgendwas davon. Goblins 4 war es nicht. Können wir noch weitere Geldrückgabeschale? Sie tasten in der Geldrückgabeschale. Na, so ein Glück. Sie finden eine Münze. Auf der Rückseite steht ein EQ. Sie nehmen sie. Können wir uns eine Zeitung nehmen? Hier auch extra einen Münzschlitz. Da brauchen wir die Münze woanders. Da kommt eine U-Bahn. Ich habe nur den Zeitungsautomaten. Achso, jetzt, während die Metro einfährt, kann ich gerade nichts machen. Münzschlitz. Wo war das Pixel? Ich hab's kurz gelesen. Hä? Zeitungsautomat. Ja, jetzt fährt die Bahn wieder. Münzschlitz. Sie stecken die Münze in den Schlitz. Nichts passiert. Vielleicht ist die Münze nicht in Ordnung. Ja gut, da muss man ja oft dann auch mehrmals versuchen, beziehungsweise die Münze am Gerät reiben, damit das schön verkratzt ist. Ist die wieder in der Münzrückgabe gelandet? Nee, wir müssen hier prüfen. So, wir haben wieder unsere Münze. Wir stecken die Münze in den Schlitz. Es hat funktioniert. Endlich gibt Ihnen der Automat eine Zeitung. Sie sehen aufs Datum, den 16. Juli 4315. Die Schlagzeilen der Titelseite heißt Angriff der Kugons auf Paris 2. Nun, anscheinend bestätigt dies, was die Frau gesagt hat, die Sie im Kanal getroffen haben. Sie wollen die Zeitung später lesen und stecken sie erst einmal in die Tasche. Supi. Brauchen wir eigentlich eine Fahrkarte? Oder ist hier der ÖPNV kostenlos? Da kommt wieder die Bahn. Können wir da mitfahren? Versuchen es mal. Ja, können wir. Okay, wo sind wir jetzt und was können wir hier tun? Bildschirm? Ein frei schwebender Bildschirm. Okay, dann ist es so, wie es aussieht. Mhm. Ich will auch mal irgendwo einen Bildschirm einfach in die Luft hängen. Hostess? In der Kasse sitzt eine Frau. Sie nimmt keine Notiz von Ihnen. Hinter dir ist irgendwie so was Türmäßiges. Aber da kann ich nichts gucken.
Inspektor, ein ungefähr 30-jähriger Mann. Er sieht ziemlich gelangweilt aus. An seinem Gürtel trägt er eine Waffe. Ja, die haben was von Fingerabdruckinspektionen gesagt und ich glaube, das wäre nicht so gut für uns. Ich glaube nicht, dass unsere Fingerabdrücke hier irgendwo gelistet sind. Können wir mit der quatschen? Sie wenden sich an die Hostess. Entschuldigen Sie? Moment mal. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Denn halt nicht. Können wir mit dem Inspektor quatschen? Aber was habe ich denn mit dem Typ zu bereden? Weiß ja nicht. Können wir den Bildschirm da betätigen? Ein Fernseher hat keinen... der Fernseher hat keinen Knopf. Können wir hier die Treppe runter? Sieht nach Toiletten aus, oder? Was ist das? Könnte dann so der obligatorische Kondomautomat sein. Und was ist das? An den Sicherungskasten. Es ist ein Sicherungskasten. Ups. Oh, sie. Können wir den betätigen? Sie haben wirklich was Besseres zu tun. Können wir da mit unseren Treten was tun? Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Weiß ich ja nicht, weil der Hotspot wahrscheinlich nicht umsonst da sein wird. Also betätigen ging schon mal nicht. Moment mal, war da noch ein anderer Hotspot? Ah, kurz geht das Kasten weg. Sicherungen. Die zweite Sicherung ist vollkommen durchgebrannt. Können wir da was mit unseren Drähten tun? Sie ersetzen also den defekten Sicherungsdraht. Nichts passiert. Haben wir noch Drähte? Nein, wir haben keine Drähte mehr. Ja gut, irgendwas wird es gebracht haben. Was sind das für Türen? Auf der Tür steht ein EQ, nur Kreditkarten. Sind das wirklich Toiletten? Ja, unseren EQ haben wir für eine Zeitung ausgegeben. Ob das so gut war? So, da ist doch auch noch irgendwas. Nee. Aber irgendwas muss das doch mit der Sicherung gebracht haben. Unser Herr Inspektor ist jetzt bildschirmmäßig unterwegs. Na gut, wir müssen jetzt pausenmäßig unterwegs sein und dann schauen wir in der nächsten Folge, dass wir uns da vielleicht so oder so hochstehlen. Da können wir was draus werden, ne? Also, bis gleich.